Mit Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle erwarten uns einige neue Pokémon bzw. alte Pokémon, die im neuen Glanz erscheinen. Und heute geht es um den Wassertypen im Remake bzw. im Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Holy shit, es ist immer noch so ein langer Name, wenn man es ausspricht. Aber wir gucken uns heute mal die Wassertypen an, die einzigartig sind in dieser Generation, also die letzten, die wirklich einzigartig sind. Dadurch, dass halt jetzt der Feentyp dazukommt, gibt es einige einzigartige Pokémon. Und man muss dazu auch sagen, es gibt auch Pokémon, die einzigartig sind in dieser Generation, die vorher auch schon einzigartig waren. Und jetzt natürlich ist ja nur alles bis zur vierten Generation fangbar. Deswegen gibt es neue Pokémon, die wirklich einzigartig sind bis zur vierten Generation. Und diese gucken wir uns heute mal an. Wenn ihr also nichts mehr zu Pokémon verpassen wollt, Pokémon Legend Arceus, Pokémon Strahlender Diamant, Leuchtende Perle, News oder auch Tipps und Tricks, Guides, sogar Pokémon Unite, dann abonniert doch gerne den Kanal. Klickt auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Vergesst nicht, den Daumen nach oben zu drücken, wenn ihr mehr solche Videos wollt. Viel Spaß! Kommen wir zum ersten Pokémon und das ist hier Quappo. Quappo ist ein einzigartiges Pokémon. Ja, ich betone wirklich einzigartig. Es hat als einziges Pokémon den Wasserkampftypen und wirklich, es hat bis zur vierten Generation wirklich den einzigen Typen so. Mit der fünften Generation kam halt Keldeo dazu. Ist halt Keldeo, es ist halt ein Legendary, aber oder ein legendäres Pokémon. Aber nichtsdestotrotz ist Quappo das einzige Pokémon. Okay, wenn wir jetzt mal alle legendären Pokémon rausnehmen, ist Quappo sogar das einzige Wasserkampf-Pokémon. Ja, okay, Keldeo ist halt noch legendär, Volazo ist legendär. Quappo ist einzigartig. Mega einzigartig. Und mit dieser Typenkombination ist es auch meiner Meinung nach sehr stark. Besonders wenn man rechnet, es hat auch noch Wassertempo drauf. Und man muss dazu sagen, es hat H2O-Absorber. Des Weiteren hat es gute Moves drauf. Es kann den Ablativ lernen, es kann sich hochheilen. Es hat Coaching im Set. Also ich liebe Quappo. Quappo ist ein richtig gutes Pokémon. Mega nice und ist auf jeden Fall verdient einer der einzigartigen Typenkombinationen überhaupt im Remake. Das nächste Pokémon, was wir uns angucken, ist halt relativ simpel, kam mit der zweiten Generation rein und das ist die kleine Laterne oder beziehungsweise, wie man es auch gerne ausspricht, Lampi und Lanthorn. Die Entwicklungsreihe um Lampi beziehungsweise um Lanthorn ist halt auch mega einzigartig. Es hat die Kombination oder die Typenkombination Wasser-Elektro und die gibt es halt letztlich wirklich nie. Also nur so. Okay, man kann jetzt halt noch Rotom dazu erwähnen. Rotom hat aber, wenn man so will, Elektro-Wasser. Ja, ist halt irgendwie nur andersrum. Aber ich finde halt, wenn man den First-Typen betrachtet, ist hier wirklich Lanthorn einzigartig. Und es gibt halt einfach überhaupt kein Pokémon, was diese Typenkombination sonst hat. Es hat nur die Entwicklungsreihe rund um Lanthorn. Das heißt, Lampi und Lanthorn sind die einzigen Pokémon mit dieser einzigartigen Typenkombination. Und Lanthorn ist meiner Meinung nach auch eines der besten Pokémon in dieser Generation. Warum? Erstens, es hat Volt-Absorber. Das heißt, es kann immer in Elektroattacken reingewechselt werden. Das heißt, es wird nicht von Elektroattacken getroffen. Und es hat H2O-Absorber. Das heißt, es kann auch in Wasserattacken reingewechselt werden. Also Lanthorn ist meiner Meinung nach immer noch gefährlich. Viele unterschätzen das Ding mega, mega oft. Verstehe ich eigentlich nie, wieso. Besonders im Remake wird es sehr strong sein. Weil viele Pokémon, die später kamen und das Ding richtig, richtig hops genommen haben, sind gar nicht mehr so stark dabei. Und Lanthorn ist halt jetzt einfach ein richtig, richtig gutes, geiles Pokémon. Mega krass, mega cool. Es hat 4 KP auf jeden Fall ist es mega KP-lastig. Es hat eine relativ solide Verteidigung, ist halt nicht die beste. Es ist halt nur so, ja. Ja, die Verteidigung ist halt nicht so geil. Aber es hat halt 4 KP. Ist so ein bisschen als Wasser, Elektro so ein bisschen auf Scharnierer angesiedelt. Okay, nicht so viel wie Scharnierer, aber schon ein bisschen und ist schon ganz schön cool gemacht. Lanthorn auf jeden Fall empfehlenswert. Was haltet ihr von dem Ding? Schreibt mir mal rein, was ihr von dem kleinen Laternenboy hier haltet. Das nächste Pokémon ist einzigartig und das nur. Ich betone wirklich das nur, weil der Feentyp dazugekommen ist. Sonst wäre es hier gar nicht in der Liste. Damals zu Diamond und Pearl war Azumarill halt irgendwie nie einzigartig. Jetzt aber mit dem Remake wird Azumarill den Feentypen bekommen und damit hat Azumarill als einziges Pokémon wirklich die Typenkombination Wasserfee. Okay, es ist halt auch letztlich wirklich das einzige Pokémon, was diese Typenkombination hat. Es hat sonst einfach gar kein Pokémon. Okay, Primarine. Okay, Kapokime. Ich habe schon verstanden, Guys. Im Remake ist es das einzige. Okay, im Remake ist es das einzige. Im Remake wird es das einzige Pokémon sein, was diese Typenkombination vorweist. Was verdammt cool ist. Also Meryl und auch Azumarill haben diese Typenkombination. Und es wird, ich sage euch, wie es ist, Leute, es wird so strong werden.
Es wird unglaublich strong werden. Es wird eins der besten Pokémon im Remake werden. Allein schon Bauchtrommel, das heißt, es kann sich ja boosten. Es hat eine Prioritätsattacke. Es hat wahrscheinlich den Knuddler wieder mit drauf. Es wird so strong werden. I love it. Ich liebe Azumarill und ich freue mich riesig, dass es auch wieder dabei ist. Und es ist wirklich in dieser Generation oder beziehungsweise im Remake im Pokémon Strahler, Diamant und Leuchtende Perle komplett einzigartig. Es gibt kein anderes Pokémon, was diese Typenkombination vorweisen wird. Und ich freue mich drauf. Werdet ihr das ins Team nehmen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Kommen wir nun zu einem Pokémon, was halt auch mit der zweiten Generation eingeführt worden wurde. Und Leute, literally, es gibt viele Pokémon in der Generation, die halt in der zweiten Generation eingeführt worden sind, die halt einzige Typenkombinationen haben in Pokémon Strahlende Diamant und Leuchtende Perle. Und das ist hier Seetracking. Seetracking hat eins oder als einziges nicht legendäres Pokémon Wasserdrache. Und ja, ich betone hier wirklich nicht legendäres Pokémon. Es gibt nämlich noch Palkia und Palkia hat die gleichen Typenkombinationen. Da muss ich jetzt aber zu sagen, es ist halt irgendwie ein legendäres und ich finde schon, es ist, also Seetracking hat eine einzigartige Typenkombi, Palkia hat die gleiche, ich finde aber, es ist halt ein legendäres und, also ich finde, man kann es mit reinnehmen, erwähnenswert ist es auf jeden Fall, es ist halt das einzige nicht legendäre Pokémon, was diese Typenkombination vorweist. Auch in späteren Games gibt es halt nur ein Pokémon, was das halt noch hat und das ist Pestakon, das ist halt das Fossil-Pokémon, also auch irgendwie da. Mega komisch, aber finde ich auf jeden Fall strong. Ja, Seetracking ist sowieso schon früher immer sehr stark gewesen. Und auch im Remake wird es auf jeden Fall sehr stark sein. Mit der Typenkombination ist es schnell unterwegs. Es hat auch irgendwie wieder Wassertempo. Irgendwie hat fast jedes Pokémon mit einzigartigen Typenkombinationen Wassertempo. Holy shit. Wir haben gesehen, dass Quabo das hat. Ja, es ist what the fuck? Es haben halt so viele Wassertempo. Also, wow. Oder halt H2O Absorber, Volt Absorber. Es ist krass. Cool, freue ich mich riesig. Auf jeden Fall Seetracking, ein mega gutes Pokémon. Empfehlenswert, packt's mal in Team, Leute. Es ist schon echt strong und mega geil. Kommen wir nun zu einer Typenkombination, die auch mega einzigartig ist und wahrscheinlich auch noch eine lange, lange Zeit einzigartig bleiben wird. Und ich rede hier von Kapaloris, beziehungsweise um die Entwicklungsreihe zu Kapaloris. Lunturze, Lombero und auch Kapaloris. Das sind nämlich die einzigen Pokémon, die die Typenkombination hier Wasser-Pflanze haben. Und ja, ihr habt richtig gehört, es gibt Pokémon, die die Typenkombination Wasser-Pflanze haben. Und das ist schon echt funny, weil Kapaloris ist eins der wenigen Pokémon, die ohne Probleme in gut in Wassermons reingewechselt werden können und es auch noch effektiv stepmäßig treffen. Okay, das kann Nantun halt auch, aber Kapaloris spielt halt in einer ganz anderen Liga. Das Ding hat auch wieder Wassertempo, es hat eine Prioritätsattacke drauf. Es hat sowas wie Energieball drauf, es kann Gigasauger lernen, es kann sich hochheilen. Also auf jeden Fall Kapaloris, auch in dieser Generation, also im Remake Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle, wird es richtig, richtig, richtig gut sein. Auf jeden Fall die Typenkombination ist einzigartig. Es gibt, wie gesagt, auch sonst kein Pokémon, auch in späteren Spielen, nicht die diese Typenkombination haben. Ich find's geil, schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Findet ihr das cool? Ich habe immer irgendwie die Befürchtung, dass Kapaloris so ein Tanzboy ist, der immer hin und her wackelt die ganze Zeit und man kann manchmal nicht für voll nehmen, aber ich finde es trotzdem mega geil. I love it. Kommen wir nun zu dem Starter-Pokémon der vierten Generation. Und viele von euch lieben es. Und es ist auch meiner Meinung nach eins der besten Pokémon überhaupt von den Startern mit. Und es ist Empoleon. Es hat als einziges Pokémon die Typenkombination Wasser-Stahl. Und ich betone wirklich als einziges Pokémon. Es gibt, korrigiert mich gerne, Guys, aber es gibt kein Pokémon, was diese Typenkombination hat. Also Empoleon ist immer noch das einzige Pokémon, was eine Wasser, also eine Kombination hat von Wasser, Stahl. Es ist bulky aufgebaut, die Spezialverteidigung ist verdammt hoch. Es ist super ein Tarnsteinleger gewesen. Man hat früher das Ding mit Auflockern gespielt und es war einfach richtig, richtig gut. Und natürlich, man muss dazu sagen, in Pokémon Strahlende Diamant und Leuchtende Perle könnte es, ich betone wirklich, könnte es richtig, richtig gut werden, weil es hat ja auch die Fähigkeit, richtig, Siegeswille. Und wir wissen, dass es viele Bedroher-Pokémon gibt in dieser Generation. Staraptor, Luxray, Gyarados und es gibt halt viele Pokémon, die Bedroher haben und Empoleon ist halt ein richtig starkes Pokémon. Mit dieser Typenkombination tankt es viel, okay, es wird halt irgendwie immer noch von Elektrokampf und Boden halt getroffen, aber es resistet einfach so viel wegen diesen Stahltypen. Es ist unglaublich krass, wie viel es resistet. Unglaublich krass. Überlegt es euch mal ins Team zu nehmen, holt euch Plinfa, entwickelt das, ihr werdet Empoleon lieben lernen. Diese Typenkombination ist unglaublich cool und die machen das Ding
unglaublich krass. Kommen wir nun zum letzten Pokémon und das ist hier Palkia. Palkia ist das einzige Pokémon, also das einzige legendäre Pokémon, was die Typenkombination Wasserdrache hat. Und ja, es ist das wirklich das einzige legendäre Pokémon, was diese Kombination hat. Okay, wir hatten Letaking, das war halt irgendwie das einzige nicht legendäre Pokémon. Aber Palkia ist halt das legendäre Pokémon, was diese Typenkombi hat und es ist mega einzigartig. Wir können sowieso nur einmal im Game fangen. Weil es wird nicht so sein, dass wir es 30 Mal fangen können im Game, weil wenn wir es einmal gefangen haben, können wir es halt nur einmal fangen, weil es halt im Story-Bereich einmal fangbar sein wird. Deswegen bleibt es so oder so einzigartig, das heißt, wir können sowieso nicht vervierfertigen, aber es ist einfach so unglaublich gut. Ich feiere diese Typen-Kombi, ich liebe das, ich liebe Wasserdrachen-Pokémon. Ich hoffe irgendwann, dass da noch ein paar mehr kommen, auch optisch mega geil. Leute, was ist euer Liebling von den Wassertypen mit den einzigartigen Typen? Was ist davon euer Liebling? Was packt ihr euer Team oder was ist in eurem Team drinne? Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr von Immons haltet. Hättet ihr gedacht, dass Azumarill jetzt halt das einzige Pokémon ist mit dieser Typenkombination? Oder halt, dass auch einfach mal Kapaloris in so einer Liste vorkommt? Ich hätte da nicht mitgerechnet. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss.